Jo, das war Killers Moor mit Mediale Kugeln aus seinem neuesten und letzten Album, was er gerade so fabriziert hat, Der Alchemist. Bestens zu empfehlen, super Musik wieder, tolle Texte. Und wir haben ja das Vergnügen gehabt, wir konnten ihn ja bei Pax Terra Musica nun gerade live erleben. Also der Mann sprüht vor Frieden. Wisst ihr, wo der jetzt wiederkommt? Am 20. bis 23. Juli, das ist gar nicht mehr so lange hin, wir haben den 10., das ist in 14 Tagen, das Wochenende. Und zwar nicht in den Hansenwerken in Lengede, sondern ist umgelegt worden in die Gegend von Cuxhaven, also das ist ein bisschen nördlich von Hamburg, das heißt Grevenbrück. Und da war das auch vorletztes Jahr, habe ich gelesen, ich war noch nie da bei diesem Festival, also an diesem Standort war das schon öfter und Killers Moor wird wieder da sein. Bermuda noch, Morgaine, Densko und Photon, unser allseits vermisster Photon, der sonst hier jedes Mal gespielt hat, der will da auch auftreten, da freuen wir uns sehr. Naja, dann nutzt mal die Gelegenheit, wer das schafft, also darüber zu fahren. Und liebe Grüße natürlich hier aus Berlin jetzt mitzusenden. Und ihr braucht jetzt keinen Kniefall machen, ja, das mache ich dann später. Ich würde mir natürlich schon wünschen, wenn unser Star-Rapper Photon wieder hier in Berlin erscheinen würde und uns hier beglücken würde jeden Montag mit seinen Liedern, mit seinem Rap. Und dann mache ich den großen Kniefall, ja, also vor der Kamera versprochen. Photon, sei gegrüßt, wenn du hörst und siehst und die Leute, die ihn dann wirklich vor Ort haben, schöne Grüße aus Berlin. Bitte, bitte komm wieder zurück, ja. Ja, wäre natürlich ganz schön, wenn. Na, leider ist genau an dem Sonntag, wo das zu Ende ist, ist diese Abfahrt der Russlandfahrer. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie ein bisschen aufspalten, in der Mitte durchtrennen, dass wir hier unsere Russlandfahrer verabschieden, hier am Brandenburger Tor auch. Also ob Brandbreite da ist, Hagen, das weiß ich leider nicht. Also wir wollen das hoffen, dass der mal wieder dazu stößt, weil der auch eine ganz hervorragende Friedens-Rap-Musik macht, kann man sagen, zusammengefasst. Der war jetzt letztes Mal nicht dabei bei Pax Terra Musica vielleicht. Also auf jeden Fall ist er dabei in Rammstein. In Rammstein wird er dabei sein. Dann können wir uns darauf freuen. Das ist ja auch für ihn nicht so weit. Wollner hat ja eine ganze Menge Mahnwachen jetzt abgehalten. Leider war da auch die Beteiligung nicht sonderlich groß vom Publikum. Aber er hat wirklich Gas gegeben, Gas gegeben, Gas gegeben. Er hat klar Konzerte auch in Aachen gegeben, in kleineren Lokalitäten. Wunderbar, was Wojner macht. Ich hoffe, er erreicht möglichst viele Menschen. Danke. Ich habe ja hier angefangen, dieses Buch von Matthias Bröckers zu lesen über Trump. Ich weiß nicht, ob ich da eine Geschichte weiterlesen soll. Letztes Mal hatte ich ja die Einleitung vorgelesen. Könnt ihr jetzt Teil 1 vorlesen. Wir haben das bekannt gegeben mit diesen Friedensfestivals. Das ist immer ganz wichtig, dass die große Familie auch mal sozusagen zusammen feiert. Und da freuen wir uns natürlich. Da kommt wieder Arne, habe ich nicht erwähnt. Die Bärensuppe, also ist Bilbo, da. Ja, von Bilbo ist da. Die kochen da wohl. Jeder soll ein bisschen was mitbringen an Gemüse. Das wird in einen großen Topf geschmissen. Das ist sozusagen eine Suppe von allen für alle. Jeder gibt ein bisschen dazu. Geldlose Gesellschaft. Es geht auch dadurch, dass man einfach Gemüse mitbringt und daraus zusammen eine Suppe kocht und die zusammen isst. Das ist also auch das, alles was friedensvorbereitend, würde genau. Ich sagen. Und der Start war ja damals im Herbst hier in Berlin und ich war auch selber noch mal da gewesen, habe auch noch ein bisschen was vorbeigebracht da. Der Kürbis hat so ja, wurde noch verewigt, den ich da angeschleppt habe. Das ist der jetzt, der auf den Flyern da prangt, dieser große Grüne. Ja, kann ich noch mal so erwähnen. Ich habe mich also da hab das Ding mal hingebracht. Und jetzt ist er so fotogen und als Flyer benutzt worden. Also sehr schön, freut mich. Auf jeden Fall, die ganze Aktion von Bilbo ist super. Und die tourt ja nun nur durch ganz Deutschland über Crowdfunding. Kriegt auch ihre Unterstützung, was ich so beobachte. Aber natürlich kann es immer mehr sein, das ist klar. Also Geld spielt leider Gottes noch eine Riesenrolle hier. Und wir sind natürlich auch immer wieder dankbar, wenn der ein oder andere mal einen Euro hier in unsere Geschenkebox eben wirft am Infotisch, damit wir eben auch wieder weitermachen können und eben Ingo den Sprit bezahlen können hier, damit er jeden Montag hierher kommen kann. Also, das ist auch mal eine Ansage. Ich habe die heute schon mal gemacht, ich weiß, ich wiederhole mich, ich bin ja auch all, ich darf mich wiederholen. Habe ich gerne noch mal gemacht. So, wenn ihr jetzt also hier unseren Norbert noch mal hören wollt mit dem Buch,
Dann klatscht bitte und ansonsten mache ich jetzt hier Männchen oder was, weiß ich. Norbert, dann bitte lese nochmal. Wir haben nochmal so 10 Minuten etwa. Ingo, passt bitte Uhr auf, wegen unserer Schweigeminute. Also, dann so, leg los. Das ist hier das erste Kapitel aus dem Buch von Matthias Bröckers, König Donald und die unsichtbaren Meister und der Kampf um den Thron. Das Kapitel ist immer überschrieben mit dem Tag, an dem es spielt. Und hier steht XVI.MMXVII. Und das bedeutet übersetzt, das ist der 15.01.2017. Das spielt also im Januar. Als Real Game of Thrones, der Krieg gegen den Cowboy, der nach Jahrzehnten der Yankee-Herrschaft kurz davor steht, ins Weiße Haus einzuziehen. Das geht jetzt um den Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus, ist in eine entscheidende Runde gegangen. Nachdem die alten Herrscher auf dem Schlachtfeld der Wahl verloren haben, weil der Herausforderer die meisten Wahlwähler hinter sich versammeln konnte, blieb eben nur noch eine geordnete Übergabe der Macht zu gewährleisten. Und während der neue König aus den reichsten Männern des Landes und erfahrenen Generälen eine Regierungsmannschaft aufstellt, der das Parlament zustimmt, hielt der scheidende König eine ergreifende Abschiedsrede vor seinen Untertanen und verdrückte ein paar Tränen im Knopfloch. Auch wenn er in seinem letzten Amtsjahr 26.172 Bomben, 26.172 Bomben abwerfen ließ und damit einen persönlichen Mordrekord aufstellte, galt er als friedlicher Kerl und wollte seinem Nachfolger keine Steine in den Weg legen. In den Tiefen des Königsreichs aber grummelte es, denn die mächtigen Meister der Intelligence mochten sich mit dieser Niedersage nicht abfinden, dass weder ihr Netzwerk von Lauschern, Spionen und Agenten noch das der Herolde, Trommler und Einflüsterer es geschafft hatte, ihre Kandidatin durchzuboxen, lag ihnen nicht nur schwer im Magen. Sie fürchteten auch einen schweren Machtverlust, da der neue König schon mehrfach deutlich sein Missfallen über ihre Arbeit geäußert und zudem angedroht hatte, ihr seit Jahrzehnten liebevoll kultiviertes Spezialfach des Regime Change abzuschaffen und nicht mehr dauernd über andere Länder herzufallen. Deshalb, so hatte er verfügt, brauchte er auch nicht mehr die alltägliche Briefings der Meister, sondern würde sie nur noch einmal die Woche empfangen. So etwas tut man nicht ungestraft. Und schon warnte der berühmteste der Herolde, die alte Tante Times: Könige, die sich mit den Meistern anlegen, leben gefährlich. Und erinnerte damit an die magische Kugel, die einst der beliebte König Jack, den alle nur JFK nannten, zum Opfer gefallen war, nachdem er angekündigt hatte, das Büro der Meister der Intelligence in 1000 Stücke zu zerschlagen und in alle Winde zu zerstreuen. Jacks korrupte königliche Leibwache hatten den Heckenschützen damals freie Bahn geliefert, weshalb der neue König jetzt sicherheitshalber schon mal seine eigenen Leibwächter mitgebracht hatte. Er weiß, dass mit den Meistern nicht zu spaßen ist. Die Meistern, das ist der Deep State, das habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Sie haben nicht nur Augen und Ohren überall im Reich und besitzen Kompromat sich über fast jeden und jede, sondern kontrollieren auch die wichtigsten Lautsprecher und Einpeitscher. Sein hochmodernes Twitcher-Gerät, Twitter nennt man das, dank dem alle seine Freunde im Volk jederzeit erreichen kann und auf Herolde wie die New York Times nicht mehr angewiesen ist, kommt gegen die mächtige Orgel der Meister allein nicht an. Und bevor der neue nächste Woche inauguriert wird, haben sie noch einmal alle Register gezogen, um zu zeigen, wer im Brain Washington DC die Hosen anhat. Damals
Als man gegen den Saddam ziehen wollte, hatten 16 Großmeister der Intelligence bestätigt, dass dieser Massenvernichtungswaffen besitzt. Und jetzt, wenige Tage vor der feierlichen Krönung, bestätigten 17 Großmeister, dass der neue König eigentlich eine Marionette des ultrabrösen, bösen Herrschers Putin ist. Dieser hätte ihn einst in seinem Dunkelreich gelocht, zu perversen Orgien verführt und seitdem in der Hand. 5 Jahre verwandte er darauf, ihn zu formen und vorzubereiten. Dann nannte er seine Agenten aus, überall im Lande das üble Gift der Fake News zu verbreiten und schickte unsichtbare Häscher, um die Post der Fürze Königin Hillary zu erbeuten. Er ließ auf verschlungenen Wegen einen weltbekannten Piraten zukommen, der sie dann dem Volk präsentierte und ihr alle Chancen nahmen, die Wahlschlacht zu gewinnen, weil offenbar wurde, wie kalt, korrupt und kriegslüstern die Vierzekönigin wirklich war. So hiefte der raffinierte Ultraböse, genannt der Putin, den unflätigen Cowboy, nicht nur auf den Thron, sondern wird ihm künftig wie eine Marionette steuern und die Fäden im ganzen Königreich ziehen. Mit dieser Geschichte erklärten die Meister der Intelligence aus den Tiefen des Staates dem forschen neuen König den Krieg. Sie veröffentlichten ein Dossier über die perfide Manipulation der Wahl der Ultrastützung des neuen Königs durch den Ultrabösen. Sie konnten dafür keine Beweise vorlegen und sagten, als solche verlangt wurden, dass ihr Geheimgeschäft es leider nicht zuließe, Quellen und Methoden offenzulegen und dass die Autorität von sage und schreibe 17 Intelligenz-Großmeistern, die sich seit Jahrzehnten rund um die Uhr für die Sicherheit der Bevölkerung einsetzen, ja wohl genügen müsse, die Wahrheit dieser Geschichte anzuerkennen. Die Leute draußen im Lande kratzten sich am Kopf. War nicht Glauben schon vor Jahrhunderten im ganzen Königreich abgeschafft und durch Wissen ersetzt worden? Musste nicht jeder vor Gericht Beweise und Zeugen vorbringen für seine Anschuldigungen? War es nicht auch den Herolden und Einpeitschern seit langem verboten, Gerüchte und Vermutungen einfach als echte Nachrichten in die Welt zu setzen? Und hatte man diese strengen Regeln nicht gerade deshalb eingeführt, weil falsche Nachrichten und Behauptungen der Meistern der Intelligence in der Vergangenheit schon so oft zu schrecklichen Kriegen geführt hatten? So war es doch. Und jetzt sollte man den unsichtbaren Meistern wieder einfach nur Glauben schenken und nichts mehr wissen dürfen? Und das alles nur, weil der neue König gesagt hatte, der Ultrabröse sei eigentlich gar nicht so schlimm und er würde mit ihm schon klarkommen? Die Leute im Königreich verstanden es nicht und beschlossen, sich erstmal ein Popcorn zu holen und die nächste Folge von The Real Game of Thrones anzusehen. Das war das erste Kapitel und ich glaube, wir machen gleich unsere Schweigeminute. Ich denke auch, es ist 56 und wir sammeln uns einfach mal zum Kreis und machen unsere Schweigeminute. Dann sind wir noch pünktlich in der Zeit hier für den Abflug um 20 Uhr. Liebe Menschen, kommt bitte ran zur Schweigeminute, wie bei uns seit 174 Wochen Tradition ist. Wir schweigen im Kreis. Jo, Mitch, komm an meine Seite. Genau. Also auf jeden Fall ist es noch ein schöner Tag heute geworden. Ja. Friedenskreis, genau. Es hat geholfen, wir haben Sonnenschein. Wir können uns hier mit Sonnenschein verabschieden. Und das mache ich jetzt auch mal wieder an dieser Stelle. Schön, wie gesagt, dass ihr hier gewesen seid, euch informiert habt, hier mit uns solidarisch zusammengestanden habt. Und ich freue mich natürlich auf nächste Woche wieder. Montag, 18 Uhr, Brandenburger Tor. Erscheint wieder reichlich, bringt noch reichlich mehr mit. Und in Tor des Friedens wäre auch gut, statt Brandenburger Tor, kannst du jetzt auch dabei lassen.
erstmal, wir haben Wichtigeres zu tun, als hier Tore umzubenennen. Und wie gesagt, kommt gut nach Hause auf jeden Fall. War Norbert, wir wünschen einen schönen Heimweg. Mögen alle Menschen auf Erden den Frieden in sich finden. Denn Frieden schaffen kann nur, wer den Frieden in sich trägt.